Das neue Hoyerswerda Geschichtsheft, die Ausgabe 24 mit dem Titel Dem Heilen verpflichtet, ist jetzt erschienen. Anlässlich dessen trafen sich am vergangenen Dienstag der Gesellschaft für Heimatkunde Hoyerswerda Museumsverein gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Lausitzer Seenlandstiftung Thomas Delling im Schloss Hoyerswerda. Dieses Mal entstand das Heft vom Museumsverein in Eigenregie. Bisher hatte die Stadt Hoyerswerda das Projekt bezuschusst. Seit letztem Jahr musste sich der Verein jedoch neue Förderpartner suchen. Neuer Unterstützer ist jetzt die Lausitzer Seenlandstiftung. Symbolisch übergab Thomas Delling den Förderscheck der Vorstandsvorsitzenden Rita Hertel. Unter Anwesenheit vieler geschichtsinteressierter Besucher wurde im Anschluss aus der neuen Ausgabe vorgelesen. Das Hoyerswerda Geschichtsheft Nummer 24 beschäftigt sich mit der Altheilkunde, Kräuterkunde sowie Magie aus den letzten Jahrhunderten. Des Weiteren wird die Geschichte der Stadtapotheke aufgearbeitet und ein Blick in die Historie des Lausitzer Seenlandklinikums geworfen. Die Mitglieder des Vereins lasen zu jedem Thema einige Auszüge vor und präsentierten den Gästen zudem historische und seltene Bilder auf einer Dia-Leinwand.